Mein Name ist Benedikt Walzewski, ich wohne in Duisburg-Walsum, kandidiere dort bei der kommenden Kommunalwahl auch wieder für den Rat der Stadt, bin auch Vorsitzender der SPD Walsum. Ich arbeite bei der Bundestagsabgeordneten Bärbel Baas im Wahlkreisbüro hier in Duisburg, bin auf Duisburger Ebene stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt, bin dort schulpolitischer Sprecher unserer Fraktion und bin auch zusätzlich noch Mitglied im Vorstand der Duisburger SPD. Duisburg würde ich als vielfältig, solidarisch und zukunftsorientiert beschreiben. Wir würden Duisburg ganz gerne weiterhin sozial und menschlich gestalten, mit klaren Regeln für das Zusammenleben, die dann für jeden aber auch gelten müssen. Des Weiteren setzen wir uns für eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze ein. Wir wollen, dass alle vernünftige Bildungschancen haben. Dazu gehören für uns auch moderne Schulgebäude, wo wir gerade dran sind, die zu sanieren. Weiterhin ist uns wichtig, dass wir bezahlbaren Wohnraum in Duisburg haben, aber nicht nur bezahlbar, sondern soll auch in einem schönen Umfeld stattfinden, sodass die Leute sich auch dementsprechend wohlfühlen. Des Weiteren ist uns wichtig, künftig auch einen umweltgerechten ÖPNV zu haben, der allerdings dann auch für jeden bezahlbar sein muss. Wir haben uns auch gerade im Jugendbereich auf die Fahnen geschrieben, die Jugendverbände zu unterstützen. Da haben wir auch die Mittel dementsprechend erhöht. Wir haben auch gleichzeitig die Mittel für die Ferienfreizeiten erhöht. Wir haben die offene Kinder- und Jugendarbeit neu gestaltet. Wir haben kostenlose Büchereiausweise eingeführt. Wir haben im ÖPNV-Bereich neue Nachtexpresslinien eingeführt, die, glaube ich, auch gerade für Jugendliche sehr interessant sind. Und ich glaube, mit dem MyBus-Konzept der DVG haben wir da, glaube ich, auch einen ganz guten weiteren Baustein, insbesondere für junge Leute, geschaffen. Dazu würden wir ganz gerne das neue Instrument der Jugendbotschaften stark nutzen. Das haben wir gerade im Rat der Stadt auch beschlossen. Und wir würden ganz gerne als SPD natürlich weiterhin einen engen und guten Kontakt zum Jugendring, aber auch zu den Jugendverbänden halten. Ich glaube, das geht ganz gut oder auch am besten im persönlichen Gespräch. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wir künftig mehr Diskussionsrunden mit Schülerinnen und Schülern machen, aber auch spezielle Beteiligungsformen für Jugendliche einführen, beispielsweise bei großen Bauprojekten oder bei Themen, die Jugendliche insbesondere betreffen.